Sammeln tue ich ja nicht, aber wie gesagt, jetzt irgendwann was trennen. Also ich bin ein großer Anhäufer, Sammler, Jäger und Banner. Manchmal ist es lästig. Ich habe nicht so viel, nicht so wenig, aber das, was ich brauche. Ich gehöre eindeutig zur Kategorie mehr ist mehr. Also ich glaube, ich trenne mich doch relativ schnell von Dingen, wenn es mir manchmal auch leid tut danach. Naja, dass man halt immer denkt, man kann Dinge nochmal gebrauchen. Also wenn ich es jetzt jahrelang nicht in der Hand hatte, dann bin ich auch froh, wenn es raus ist. Und da kann man sich gerne mal nach was Neuem umsehen. Ich mache den Schrank auf, gucke, was weg muss und dann kommt es in eine Tüte. Also es gibt so bestimmte Dinge, alte Fotos oder so, von denen würde ich mich definitiv nicht trennen. Ja, dass jetzt alles schön übersichtlich bleibt zu Hause. Ja, wenn es weg ist, ist weg. Und das tut auch immer gut, weil es hat was Befreiendes. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich fühle mich dann auch immer so richtig befreit. Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Das ist auch unser Thema heute. Weniger ist mehr, wie entrümpeln die Seele befreit. Wie sieht es denn bei dir eigentlich zu Hause aus? Stapelt sich da alles so? Oder? Nee, ich bin eigentlich ein relativ guter Aufräumer. Mich macht das auch nervös, wenn im Wohnzimmer zu viel rumliegt. Ja, es gibt eine einzige Ausnahme. Ja? Oder eigentlich zwei. Ich habe unglaublich viele Turnschuhe. Und mein Arbeitszimmer sieht wirklich aus wie Sau. Ich kriege da keinen Grund rein, aber ich finde alles. Ja. Wer weiß, wie das nach dieser Sendung wird. Vielleicht wirst du ja auch angesteckt. Unser erster Studiogast heute ist Experte fürs Ausmisten und wie man sein Leben von unnötigem Ballast befreit. Bevor wir ihn jetzt gleich begrüßen, wollen wir ihn erst mal vorstellen. Wir machen uns das Leben viel zu schwer, findet Werner Tiki Küstenmacher und landet 2001 mit Simplify Your Life einen Bestseller. Bis heute haben über 4 Millionen Menschen auf der ganzen Welt seine Tipps für ein einfacheres und glücklicheres Leben gelesen. Die Botschaft? Ausmisten. Dafür hat Küstenmacher eine Lebenspyramide entworfen. In Wohnung, Berufsalltag und Privatleben. Überall hat er unnötigen Ballast ausgemacht. Dabei muss er selbst immer wieder aufpassen, dass er sich nicht verzettelt. Nach seinem Theologiestudium und einer journalistischen Ausbildung arbeitete Küstenmacher als Pfarrer, Redakteur, Karikaturist, Moderator und Autor. Und seit dem großen Vereinfachungsbestseller ist sein Leben noch komplizierter geworden. Werner Tiki Küstenmacher, herzlich willkommen bei uns. Stimmt das, dass Ihr Leben wirklich jetzt komplizierter wurde, nachdem Sie Ihr Buch geschrieben haben? Also viele Leute denken, wenn man Erfolg hat, dann muss man nichts mehr arbeiten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also ich hatte in dieser ganz großen Zeit nach dem Simplify-Erfolg, hatte ich manchmal 2-3 Stunden am Tag nur damit zu tun, Sachen nicht zu machen. Nein, ich kann nicht euer Garagentor mit Simplify-Männchen bemalen. Ich kann nicht die Schirmherrschaft übernehmen beim Regionalkirchentag und sowas. Also jetzt, dann wurde es ruhiger. Jetzt mit dem Limby-Buch geht es wieder ein bisschen los. Aber Erfolg, ja, hat auch Schattenseiten. Mhm, aber man will sich ja jetzt nicht unbedingt deswegen vom Erfolg dann befreien. Genau, nee, aber man muss wissen, dass sowas kommt. Ja, ja. Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Lag das irgendwie in der Luft? Also oder in der Familie? Ja, eher in der Familie. Also ja. So die persönliche Keimzelle war in den 90er Jahren, da war ich ein paar Jahre mein Hausmann. Mhm. Also hat meine Frau gesagt, sie ist jetzt Fulltime im Beruf. Und dann hatte ich da mit 2 Kindern Haushalt. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, das kann man doch vereinfachen. Und ich habe mir Rat geholt bei Profis. Also habe Bücher gelesen über das Putzen und über das Aufräumen und so. Und habe gemerkt, Mensch, das ist vielleicht ein Markt. Und dann bin ich glaube, das war 1997, bin ich in die USA mal gereist und habe mir gesagt, hier werde ich in einer Buchhandlung den nächsten Trend finden. Mhm. War ich, weiß ich noch, in New York in einer Buchhandlung einen Tag lang und habe tatsächlich ein kleines Büchlein gefunden, Simplify Your Life. Aber das war so amerikanisch, das habe ich dann wieder zurückgestellt. Aber dann ist so langsam die Saat aufgegangen. Ich habe gemerkt, das wäre auch ein Trend für uns. Mhm. Und dann ist daraus ein monatlicher Newsletter geworden und 2001 ein Buch. Und dieses Buch kam 14 Tage nach 9/11, also ja, nach diesem Anschlag. Und ich denke, das war so der Zeitpunkt, der die Menschen doch sehr umgetrieben hat. Mit was für Kleinkram vertue ich meine Zeit? Und das war wahrscheinlich der richtige Augenblick. Das Buch, ein irrer Erfolg. Es wird in 40 Sprachen, glaube ich, übersetzt. Mhm. Das heißt ja, dass durch Kulturen hindurch die Menschen mit dem gleichen Problem zu tun haben. Ne? Mhm. Wie erklären Sie sich das? Dass dieses
downgraden oder vereinfachen in allen Kulturen so auf Gegenliebe stieß? Ja, vor allem, was mich erstaunt hat, ich war dann mal in Japan und in Korea, wo das Buch ein richtiger Bestseller wurde. Wir Deutschen werden dafür bewundert, dass wir so toll vereinfachen können. Das finden wir von uns selber irgendwie gar nicht. Wir finden die Japaner zum Beispiel so aufgeräumt, dass die da irgendwie so auf Bambusmatten sitzen und alles ist so clean. Aber die Japaner haben überhaupt nicht dieses Selbstbild von sich. Die wohnen in ganz kleinen Wohnungen, die sind vollgestopft mit Elektronik und so. Also die bewundern uns, dass wir organisieren können. Und ich glaube, das ist schon ein Grund, dass das Buch so erfolgreich wurde, dass es von den Deutschen kam. Mhm. Wie sieht es bei Ihnen denn privat aus? Sammeln Sie irgendwas? Gibt es da vielleicht nicht auch eine dunkle Seite? Also es häufen sich einfach Bücher an. Ja. Also das ist irgendwie wahnsinnig und das ist immer wieder eine Arbeit, die loszuwerden. Bücherflohmärkte oder eben verschenken, weitergeben, so Bücher wegschmeißen, einfach in die Tonne ist irgendwie, ja. da sträubt sich bei einem Autor was. Ja. Aber also ich habe den größeren Verhau, glaube ich, nicht bei den Sachen, sondern eher mit der Zeit. Mit der Zeit, ja. Wie ist das denn bei Ihnen zu Hause? Das wird uns jetzt gleich am Anfang der Sendung mal interessieren und dafür haben wir ja Facebook, wo Sie mal Ihnen so ein Meinungsbild posten können. Sind Sie eher ein Sammler oder sind Sie eher ein Wegwerfer? Wo fällt es Ihnen besonders schwer? Wo fällt es Ihnen besonders leicht, etwas wegzuwerfen, sich von Dingen zu trennen? Erzählen Sie mal so ein bisschen über sich. Ich bin vielleicht mal gespannt. Auch Strategien? Strategien, wäre ja, na klar. Wäre ja nicht uninteressant, Tipps, wie man sich von Ballast befreien kann. Immer her, wir sind dankbar für jeden Tipp. Am Anfang wurde ja die Theorie geäußert, das haben wir noch so in unseren Genen von unseren Vorfahren. Was halten Sie davon? Also wer es auf jeden Fall irgendwie nicht in den Genen, aber so in der Gewohnheit hat, ist halt die Kriegsgeneration. Das weiß ich noch von meinen Eltern. Also man hat nichts weggeschmissen. Man könnte ja noch mal, es könnten schlechte Zeiten kommen. Und das habe ich schon auch so ein bisschen geerbt. Es hat dann in unserer Generation ist ja dann ein Wahnsinnswechsel gekommen. Vorher waren die reichen Leute, die viel hatten und die armen Leute, die wenig hatten. Jetzt ist es ja fast umgekehrt. Mhm. Also man kommt ja kostenlos an Unmengen von Zeugs, von Verpackungen. Also es ist Wahnsinn, was sich anhäuft. Aber ist es denn letztendlich eine Typfrage? Die einen, die es behalten, die anderen, denen es überhaupt nicht schwerfällt, sich von Dingen zu trennen? Oder wo ist so der Unterschied zwischen diesen beiden Typen von Mensch? Also ich sehe schon auch Generationen. Also unsere Kinder zum Beispiel, die wollen viel weniger aufheben. Also die sind viel virtueller. Die wollen nichts mehr besitzen. Die haben das alles irgendwie online. Die wollen auch kein Haus mehr. Die wollen nicht mal mehr ein Auto. Also da verändert sich schon was. Und eigentlich ja, ist es ja zum Guten. Ne? Also ich stelle das bei mir ja auch fest, wenn man mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Früher unglaublich viele Platten gesammelt und CDs. Und heute bin ich froh, dass ich so ein Streaming-Abo habe und aus Millionen Titel letztendlich schöpfen kann. Aber ich kann mich nicht trennen von meinen alten LPs. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann es nicht. Ja, wobei auch da tritt ja wieder so ein Gegentrend auf, dass Leute plötzlich Plattenspieler ganz toll finden, den Sound von Platten gerne mögen, auf Flohmärkte gehen und... Egal, es gibt die sehr extreme Form der Messis. Hm. Was denken Sie, ist da, kann man sagen, schiefgelaufen? Ja, also viele Messis gehen ja davon aus, dass sie irgendwie seelisch krank sind. Und das, also da gibt es so Zahlen, dass vielleicht höchstens 10% von den Leuten, die so ganz extrem überfüllte Wohnungen haben, wirklich seelisch krank sind. Die anderen 90%, die haben einfach keine Methode. Und da hat sich eben Simplify drauf gestürzt. Also denen habe ich versucht, diese Methoden nahezubringen, dass man halt zum Beispiel partiell anfängt, irgendwo aufzuräumen, sich nicht zu viel vornimmt und dann ist es durchaus veränderbar. Oder eine Lösung ist auch, dass man eine Sammlung macht, dass sie sagen, ja, die LPs, die behalte ich und die liebe ich auch und das ist mein spezielles Sammelgebiet. Aber ich sammle nicht alles. Mhm. Also wenn einer Mausefallen sammelt oder Mona-Lisa-Bilder, dann finde ich das irgendwie bezaubernd. Aber wenn er dann zusätzlich auch noch Kuckucksuhren sammelt und Maßkrüge und Badelatschen oder sowas, dann wird es halt, ja, dann wird es übervoll. Also die Beschränkung, das ist, glaube ich, die Kunst. Mhm. Ich meine, das Erstaunliche ist ja, man verwendet ja viel Energie darauf, etwas zu sammeln. Ja? Es kostet ja Zeit und unter Umständen auch Geld. Und dann irgendwann braucht man wahnsinnig viel Zeit, sich von diesen Dingen wieder zu lösen. Ist einem das vorher nicht klar? Also ist man quasi, ist das eine Art Gier, haben wollen? Und man macht sich eben über die Konsequenzen keine Gedanken?
Also es ist ja eigentlich auch schön, Sachen zu haben. Wir sammeln ja Sachen auch für andere, für den Nestbau, für unsere Kinder. Viele dieser extremen Minimalisten sind Singles, die halt ganz alleine leben. Also auch Jesus sagt ja, sammelt euch keine Schätze auf Erden, sondern im Himmel. Aber das Schätzesammeln an sich scheint ja was, scheint doch so ein menschlicher Grundtrieb zu sein. Ich glaube ja, ich habe ja die Theorie, dass dieser Zeitpunkt, wo etwas in unseren Besitz übergeht, dass wir das dieses Gefühl toll finden und dass wir süchtig immer weiter werden nach diesem Moment und wir deshalb uns so viele Momente schaffen, wo etwas in unseren Besitz übergeht. Was halten Sie davon? Das ist schön, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich bin kein Feind von Sachen. Das finde ich dann auch schlimm, wenn Leute dann grundsätzlich sagen, Sachen sind schrecklich, ich muss alles loswerden. Aber es ist halt so eine Tendenz, wenn wir es nicht mehr erfassen können, wenn es irgendwie über uns hinüber wächst, wenn die Sachen was mit uns machen und nicht wir was mit den Sachen, dann ist ein Punkt gekommen, wo wir sagen müssen, hier entrümpeln. Und das nach einem bestimmten System. Und das gucken wir uns jetzt mal an, Simplify Your Life. Da ist, glaube ich, die Grundidee so eine Art Pyramide. Beschreiben Sie mal. Was finden wir unten? Also unten sind die Sachen. Das sind also die Materie, mit der wir zu tun haben. Die nächste Stufe ist dann das Geld. Also das sind ja potenzielle Sachen. Deswegen ist Geld so praktisch, weil man da also beliebige Sachen draus machen kann. Ja. Dann kommt der Rohstoff Zeit. Wenn man keine Zeit hat zum Aufräumen, ja, dann kann man eben nicht aufräumen. Also das ist zum Beispiel bei mir momentan das Problem eher. Kenne ich auch. Ich würde so gerne was weggeben. Ja, ich wüsste auch, wie ich es mache. Nur mir fehlt die Zeit dazu. Ja. Dann kommen die kommt unser Körper und der hat ja auch Auswirkungen. Also das hängt eben alles zusammen. Der Witz von dieser Pyramide ist, dass wenn wir was wegschmeißen, wenn wir uns von etwas trennen, was uns belastet hat, dann hat es auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Also jemand, der Übergewicht hat, der tut gut daran, mit der Diät in seiner Wohnung anzufangen. Also dass er seine Wohnung entschlackt und entrümpelt. Weil in so einer vollgestopften Wohnung ist es ganz schwer abzunehmen. Mhm. Und also diese komischen Zusammenhänge, das war, glaube ich, so meine große Entdeckung damals. Oh, aber die Finanzen, das verstehe ich nicht, wie die damit zusammenhängen. Naja, Finanzen sind ja möglicherweise Gegenstände. Also man kann ja jederzeit Finanzsachen in Gegenstände verwandeln. Und Finanzen können genauso in Unordnung sein wie Sachen oder wie der eigene Terminkalender. Also wenn man das im Griff hat und geplant hat und eine schöne Übersicht hat, dann geht es einem also gut. Also man geht quasi danach vor. Zuerst bringt man seine Sachen in Ordnung, dann guckt man, wie es auf der finanziellen Seite oder nein, habe ich nicht. Nee, also nicht richtig diese Pyramide ist nicht gedacht als zeitliche Abfolge, sondern sie soll vor allem darstellen, dass alles mit allem zusammenhängt. Und ich sage immer, man soll dort anfangen, wo der größte Leidensdruck ist. Ah, ja. Also das ist sehr häufig bei den Sachen, weil man da sieht man es halt. Mein Schreibtisch ist übervoll, mein Kleiderschrank platzt aus allen Nähten, dann sage ich, okay, fang da an. Aber manchmal sind es auch die Leute, die sagen, ich habe keine Zeit mehr, ich muss so früh aufstehen und komme abends gerädert nach Hause. Die müssen aufräumen in ihrem Terminkalender. Mhm. Die müssen irgendwas abschaffen dort. Mhm. Und dann kommen, glaube ich, noch die sozialen Beziehungen. Die sind ja auch so eine Sache. Also der eine schmeißt gerne weg, der andere nicht. Der andere hortet. Die müssen sich dann auch erstmal sortieren und sagen, wie kommen wir damit zurande. Dann kommt die sozialen Beziehungen und die Partnerschaft haben wir getrennt. Also diese eine große Liebesbeziehung, die ist ja noch herausgehoben. Und ganz oben kommt unser Ego, also unsere Persönlichkeit. Wir hatten sogar mal dann nochmal erwogen, eine achte Stufe, die Beziehung zu Gott, also die religiöse diese überirdischen Komponenten. Ja, die spirituelle. Die spirituelle Komponente. Und also die Pyramide ist nicht so sehr ein Programm, das man von oben nach unten oder von unten nach oben anfangen muss, sondern dass man einfach sieht, wenn ich in der einen Stufe was verbessere, dann hat es auch Auswirkungen auf die andere. Mhm. Was hat denn eigentlich Simplify mit Ihrem Beruf als
Pfarrer zu tun? Also, weil wir da jetzt auch gerade die spirituelle Ebene hatten. Hat das ganze Konzept einen spirituellen Charakter? Also möglicherweise auch, weil wenn jetzt die Stufe Gott da gewesen wäre, wäre die ganz oben gewesen? Ich glaube, implizit merkt man schon, dass das von einem Theologen stammt. Also ich glaube, was das Schöne an Simplify ist, dass ich Metaphern den Menschen biete. Und bei Jesus heißt das eben Gleichnisse. Also Jesus ist für mich praktisch der Goldstandard in Sachen Metaphern. Dass man einen komplizierten, sehr schwierig verständlichen Sachverhalt ausdrückt durch ein Bild. Mhm. Und eine Wohnung oder ein Schreibtisch ist ja eigentlich auch ein Bild. Damit drücken wir uns aus. Und Bilder wirken in beiden Richtungen. Also wenn wir dieses Bild, was uns umgibt, verändern, wenn wir unseren Schreibtisch, unseren Keller oder sowas, wenn wir den entrümpeln, dann hat es Auswirkungen auf uns. Mhm. Das heißt, wir können dann unter Umständen besser denken. Also das Entrümpeln der Dinge führt dazu, dass wir besser denken. Führt es denn möglicherweise auch dazu, dass wir bessere Menschen werden? Nee, also auch mit dem besser denken. Ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen einen überfüllten Chaos. Schreibtisch, ja, weil sie sagen, das stellt meinen inneren Reichtum dar. Mhm. Ich habe aber dann immer wieder auch so bei solchen Kreativchaoten gemerkt, wenn die mal den Schreibtisch vollkommen leergeräumt haben, dann waren die eigentlich auch angetan von dieser leeren Leinwand, die da vor ihnen liegt und die sie jetzt praktisch künstlerisch gestalten können. Ja, also, es ist mal was anderes, aber es hält nicht lange. Ja, es ist dann auch okay. Also ich finde so übergroße Ideale schwierig. Mhm. Also ich bin so ein Typ, der liebt den Komparativ, einfach Herr und glücklich Herr leben. Also dass man so eine Grundtendenz in seinem Leben hat. Es soll weniger werden. Ich will nicht mit zu vollem Gepäck alt werden. Mhm. Aber es gibt Phasen im Leben, da braucht man Sachen. Da zieht man Kinder groß, da macht man irgendwas. Und da braucht man auch Werkzeug. Oder Behinderte, Kranke, die sind froh über Hilfen und über irgendwelche Maschinen, die ihnen da das Leben erleichtern. Also es gibt eine Bezeichnung für Menschen, die versuchen, sich von unnötigem Ballast zu befreien, die möglichst einfach leben wollen und schlicht und wirklich sich auf das Wesentliche reduzieren. Der Begriff ist auch schon kurz gefallen. Das sind Minimalisten. Etwa so hat sich Rachel damals gefühlt. Irgendwie zugemüllt. Alles beginnt vor etwa 3 Jahren. Rachel und ihr Mann Manuel ziehen in ein Haus aufs Land. Ich war damals schwanger. Und alle Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen, Mitarbeiter hatten alle noch ein bisschen was an Babykram. Und in meinem Nestbauinstinkt habe ich, weil wir gar nichts hatten, immer ja gesagt. Ja, 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 ja. Und dann hatten wir von allem doppelt. Irgendwann war es mir zu viel. Dass ich, als mein Mann abends nach Hause kam, gesagt habe, okay, können wir so ein bisschen reduzieren? Und er so, ja. Der Webdesigner und die Sozialpädagogin fangen an zu entrümpeln. Sie verschenken an Freunde und Familie, spenden an gemeinnützige Organisationen, verkaufen ihre Sachen bei eBay. Jedes Ding weniger fühlt sich gut an. Es befreit ungemein. So dieses Gefühl, ich muss mich um diesen ganzen Kram, den ich ja eigentlich sowieso nicht benutze oder vielleicht einmal im Jahr in die Hände nehme, weil ich hab's ja, um den muss ich mich nicht mehr kümmern. Ich muss ihn nicht instand halten, ich muss ihn nicht mehr pflegen, er nimmt mir keinen Platz weg und ich gewinne ein bisschen was an Zeit. Dieses Gefühl des Befreitseins lässt sie nicht mehr los. Rachel fängt an, einen Blog zu schreiben, teilt sich anderen mit. Im Netz stößt Rachel auf Gleichgesinnte. Sie nennen sich Minimalisten. Einer davon ist Michael Klump. Auf seinem Blog Minimalismus leben gibt er nützliche Tipps fürs Reduzieren. Auch er hatte mal viel zu viele Dinge. Also ich war früher der Online-Shopper schlechthin und habe wahnsinnig viel online gekauft. Über 2000 CDs, hunderte von Büchern, Klamotten, alles weg.
Mehr als die Hälfte seiner Sachen hat Michael in den letzten 1,5 Jahren weggegeben, meist zu Second-Hand-Läden. Ihm ist wichtig, dass sie weiter benutzt werden und nicht auf dem Müll landen. Typisch für Minimalisten. Noch gibt es Dinge, auf die der 30-Jährige nicht verzichten will. Aber es werden weniger. Michael verzichtet nicht, weil er muss, sondern weil er es so will. Der New Yorker Kelly Sutton gilt als Urvater der Minimalismusbewegung. 2009 startete er seinen Blog Cult of Less und findet weltweit Nachahmer. Mit weniger Leben ein neuer Trend? Ja, diese Frage geben wir gleich weiter an Harald Melzer. Herzlich willkommen. Sie sind Soziologe und Sozialpsychologe. Ist denn Minimalismus jetzt wirklich ein neuer Trend oder gab es das nicht schon immer? Ja, also die Überlegung selber ist natürlich alt. Also, dass man beispielsweise eine Bewegung hat, wo man aufs Land geht und versucht, so einfach wie möglich zu leben, das finden wir schon im 19. Jahrhundert. Immer als Gegenreaktion zu kapitalistischer Gesellschaft, Industriegesellschaft und so. Und insofern kommt das zyklisch immer wieder. Im Moment vielleicht besonders stark, weil es einfach wahnsinnig viel von einem gibt und Leute beginnen darunter zu leiden. Mhm. Wobei es ja schon seit einigen Jahrzehnten wahnsinnig viel von allem gibt und gerade jetzt im Augenblick man so den Eindruck hat, dass überall so kleine Inselchen sprießen und es wahnsinnig wichtig wird, sich zu befreien. Ja, aber ich glaube, man täuscht sich. Die Menge an Dingen wird in einer so unglaublichen Geschwindigkeit größer. Das kriegt man nicht mit, weil man die eigene Wahrnehmung immer nach der Welt sozusagen nachjustiert, in der man lebt. Mhm. Aber wir haben eine Verdoppelung von Textilien beispielsweise in 10 Jahreszeiträumen. Mhm. Von Möbeln auch und sowas. Ja? Und wenn man jetzt Menschen, meine Eltern oder so, die haben sicherlich ein Zehntel der Dinge gehabt, die ich hätte, wenn ich nicht irgendwann mal angefangen hätte, weniger haben zu wollen. Ja, das ist total irre, wie diese Konsumgesellschaft uns selber auch formt. Mhm. Ich hatte ja diese Theorie geäußert, dass wir süchtig nach diesem Gefühl werden, wenn etwas in unseren Besitz übergeht. Warum kann es denn auch eine unglaubliche Befriedigung für einen sein, wenn man Dinge loslässt und weggibt, sich davon freimacht? Ja, weil viele Dinge sind ja welche, die man gar nicht haben will. Also die einem durch Werbung eingeredet worden sind oder weil es ein Trend ist oder weil Freunde die haben. Also ich finde immer das Beispiel schön, dass Menschen unglaublich große Fernsehbildschirme zu Hause haben, ja, die in gar keiner Relation zu der Größe des Zimmers stehen. Ja. Und also eigentlich müsste man rausgehen auf den Balkon, damit man das Bild scharf sehen kann. Es ist auch klar, dass jemand, der so einen Fernseher hat, nicht glücklich ist mit dem Fernseher. Ja. Wenn er einen kleineren hätte, würde er vielleicht denken, wow, toll, so ein kleiner Fernseher. Oder gar keinen mehr. Und haben und mehr haben ist ja im Grunde genommen das kulturelle Grundprogramm unserer Gesellschaft. Danach definiert sich alles. Deshalb glauben Leute, ich will das haben. Und wenn sie es haben, macht es sie leider überhaupt nicht glücklich. Mhm. Glaub, aber sie merken das ja immer erst, wenn wir es einmal gehabt haben. Ne? Nö. Kann man von vornherein das Haben nicht abstellen? Ja, also ich glaube, wir wissen ja aus der Glücksforschung, da macht man ja Untersuchungen seit Jahrzehnten, dass Menschen ja jetzt beispielsweise auch wieder verglichen mit den 1960er Jahren heute nicht glücklicher sind als damals. Die Quadratmeterzahl, die man zum Wohnen zur Verfügung hat, war aber nur die Hälfte. Die Leute haben nicht 3 Autos gehabt und wenn sie eins gehabt haben, war es nur halb so groß, wie es heute ist. Ja. Mhm. Auf die Idee eines Stadtgeländewagens wäre man damals auch nicht gekommen. Und so weiter. Also all diese Absurditäten. Aber die Leute waren genauso glücklich. Mhm. So, was heißt das eigentlich? Und vielleicht Strafverschärfung noch dazu. Wir wissen natürlich auch, dass Leute heute mehr Zeit mit Konsumentscheidungen als mit dem Konsumieren verbringen. Das ist ja was völlig Verrücktes. Aber warum denn? Weil es uns so viel Spaß macht? Nee, weil das so schwierig ist wahrscheinlich, oder? Man tut vieles, von dem man gar nicht weiß, warum man das tut. Also vieles von dem, was Menschen machen, ist einfach davon geprägt, was so eine Gesamttendenz ist, was alle machen. Ja. Ja? Und da nehmen Sie mal hier, ich bin doch nicht blöd oder sowas als Werbespruch. Ja. Ja? Oder Geiz ist geil. Das formuliert ja nur, dass es das Allertollste ist, das Allerbilligste zu kaufen. Also unterliegt man dem Zwang, ständig Preisvergleiche anzustellen und fühlt sich voll schlecht, wenn man 50 Cent zu viel für irgendwas ausgegeben hat, obwohl man unglaublich viel Geld hat. Ja? Ja. Also man sieht an diesen Beispielen, dass vieles nicht unbedingt von dem Willen abhängig ist, der Leute. Ja. Also sie tun sich auch was an. Also wer vielleicht das selber mal erlebt hat, dass es eine Zeit gab, wo er unglaublich viel konsumiert hat, viel gekauft hat, der weiß auch, meine Güte, konsumieren und kaufen kann auch ganz schön anstrengend sein.
Viele sind überreizt von Informationsüberfluss und beschleunigter Kommunikation, fühlen sich von hochspezialisierten Arbeitsprozessen entfremdet und übersättigt von den Konsumangeboten einer Wirtschaft, die auf unendliches Wachstum programmiert ist. Die Sehnsucht nach dem einfachen Leben? Nur ein neuer Lifestyle-Trend oder eine ernst gemeinte, dauerhafte Kehrtwende? Ließe sich die Komplexität unseres Gesellschaftssystems reduzieren? Wie viel Komplexität verträgt der Mensch überhaupt? Die Psychologie kennt das Phänomen des Paradox of Choice. Der amerikanische Psychoanalytiker Barry Schwartz hat den Begriff geprägt. The way to maximize freedom is to maximize choice. Maximale Freiheit basiert auf maximaler Auswahl, aber nur scheinbar, fand Schwartz heraus. Denn paradoxerweise lähmen uns zu viele Wahlmöglichkeiten. Welchen Partner, welches Deo, welchen Beruf oder welche Marmelade man wählen soll, das zu entscheiden, wird bei zu großem Angebot so gut wie unmöglich. Die vermeintlich maximale Freiheit führt zu maximalem Frust. Zu viele Wahlmöglichkeiten machen das Leben unüberschaubar und unkontrollierbar. Dagegen will sich die Psyche schützen. Tja, zu viele Optionen erzeugt Frust. Jeder, der mal in einem Supermarkt in den USA war, der hat das, glaube ich, schon mal erlebt, dass man da vor den Regalen steht und allein schon bei der Auswahl der Milchsorte überhaupt nicht vorankommt. Oder der Biere mit den ganzen Mikrobrauereien und so. Das heißt, dass uns diese Auswahlmöglichkeit auch irgendwann krank machen kann. Richtig krank, Herr Welzer? Ja, das, ich glaube, man braucht gar nicht so weit gehen. Ich glaube, das geht schon so. Stellen Sie sich mal vor, Sie leben ein Leben, wo Sie nie zu Potte kommen. Das ist ja schon ein riesiges Problem. Ja? Und wo im Grunde genommen jede Auswahlentscheidung Sie vor eine neue Hürde stellt. Ja? Ob das jetzt ein Krankheitsbild direkt dazu gibt, das weiß ich nicht. Aber wir haben es ja eben auch schon gehört, es belastet einen ja selbst. Nichts ist einfach. Das ist ja total interessant. Nicht mal der Einkauf in einem Supermarkt. Markt ist einfach. Ja? Und ich glaube, wenn wir über Komplexität sprechen, dann spricht man irgendwie immer über globale Phänomene und alles ist, hängt mit allem zusammen, ist so wahnsinnig. Nein, diese Menge an Dingen, die uns selber Entscheidungen aufnötigen, das macht das Leben kompliziert. Ja? Und es gibt ja jetzt auch Versuche, Läden zu haben, wo es viel weniger gibt oder wo man selber die Menge bestimmen kann, die man kauft und sowas. Gehört ja alles dazu, dass man praktisch wieder so eine Art mentale Diät sich drauf schaffen kann, um einfacher durch die Dinge zu kommen. Manchmal habe ich sogar schon erlebt, dass wenn ich in einer Phase bin, wo ich viel arbeite und dann plötzlich mal so eine kleine Freizeitinsel dazwischen habe, dass es mir schwerfällt, mich zu entscheiden, was mache ich denn dann, weil ich so viele Möglichkeiten habe, die mir Spaß machen. Und das hinterlässt mich dann auch immer total frustriert. Ja. Aber genug von mir. Also, um mal kurz meine Eltern zu zitieren, früher, die sagten mitunter, dir geht's einfach zu gut. Ja, also, wenn ich bei irgendetwas frustriert war. Das ist natürlich jetzt die Frage, für jemanden, der im Mangel lebt, ist natürlich Verzicht nicht attraktiv, oder? Also, ich meine, der hat dann schon, also letztlich ist doch dann die Frage, ist man nicht immer unglücklich? Der Verzicht üben muss, ist nicht glücklich, aber der zu viel hat, ist auch nicht glücklich. Naja, ich glaube, Lebenskunst ist, aus den Dingen, die man hat und den Möglichkeiten, über die man verfügen kann, genau das zu machen, wo man das Gefühl selber spürt, das ist jetzt gut für mich. Das sagt sich ja so leicht dahin. Und wir wissen ja, es gibt Regalmeter, Ratgeber in den Buchläden, die genau sowas machen. Und so richtig praktische Dinge, so ein Sortiervorgang, wie Herr Küstenmacher das vorhin dargelegt hat, das ist ja relativ selten. Ja, das macht es ja auch dann klar, dass das Einfachmachen selber eine einfache Angelegenheit ist und selber keine komplizierte. Aber natürlich können Leute, die wenig haben, denen kann man jetzt nicht damit kommen und sagen, verzichtet doch mal bitte. Aber ich finde es eine sehr interessante Sache, dass gerade in einer Überflussgesellschaft diejenigen, die den Überfluss haben, eigentlich in einem psychologischen Sinne oder in einem Glückssinne gar nichts davon haben, sondern eher unter immer größeren Stress geraten und sich fragen, warum eigentlich? Und dann sind die entscheidenden Faktoren tatsächlich Verfügung über Zeit und Verfügung über eigene Entscheidungsmöglichkeiten. Und wir leben in so einer Zeit, wo einem beides immer weiter abgenommen wird.
Also könnte man im Grunde genommen sagen, unterm Strich Verzicht muss man sich leisten können. Das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite, man muss es auch erkennen und dann eine Entscheidung dafür treffen. Ich würde erst mal sagen, Verzicht ist ja kein Verzicht. Also ich finde diesen Begriff, der wird einem ja immer um die Ohren gehauen. Ach, Sie wollen ja wohl verzichten oder Sie predigen Verzicht. Nee, so wie wir das jetzt bislang diskutiert haben, ist ja das, was man weglässt, immer in einer Überflussgesellschaft. Wir reden jetzt nicht über Bangladesch oder sowas, ja, aber über unsere superreichen Gesellschaften. Das, was man weglässt, ist eine Entlastung. Das ist ja kein Verzicht. Ja, man verzichtet ja, wie Sie es beschrieben haben, auf die Möglichkeit, sich innerhalb von 3 Sekunden für eine Zahnpasta entscheiden zu können, weil es 80 gibt davon. Ja? Und ich finde, man muss die Perspektive einfach umdrehen. Ja? Und diese Form von Gesellschaft, von Hyperkonsumgesellschaft, lädt einem so viel auf, dass, wenn man die Möglichkeit hat, sich dem zu verweigern, verzichtet man ja nicht, sondern man gewinnt Orientierung und Zeit und Verfügung über sich selbst. Wir lernen jetzt eine Frau kennen, die sehr radikal auf alles Mögliche verzichtet und bei der wir da sehr genau sehen können, dass sie tatsächlich sehr viel gewinnt in ihrem Leben. Sie hat sich zurückgezogen in eine Welt, die sehr schlicht und einfach erscheint. Seit ihrer Kindheit spürt Anne Donath eine Sehnsucht, sich aus der Gesellschaft, die im Überfluss lebt, zurückzuziehen. Heute wohnt sie in einem kleinen Blockhaus auf 16 Quadratmetern, ohne Strom und fließendes Wasser, ohne Zentralheizung und Telefon. Sie hat ihre Lebensumstände radikal vereinfacht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich in die alte Welt wieder zurück möchte, in die Welt vom Knöpfchen drücken, wo alles so bequem ist, so scheinbar bequem ist. Aber vielleicht auch ein bisschen fad und vielleicht auch nicht so viel für die Sinne dabei. Und ich meine auch, dass ich mich einfach nicht habe versklaven lassen wollen von diesem Hausbau und verpflichtet mich auf 20, 30 Jahre. Das war sicher ein wichtiger Punkt. Wenn man sich ein Haus baut, so eine exklusive Wohnmaschine, wie wir das hierzulande machen, dann verpflichtet man sich für eine Generation in der Regel, finanziell dafür aufzukommen. Und das wäre mir ein Horror gewesen. Anne Donath will einfach leben, nicht gelebt werden. Deshalb arbeitet die gelernte Lehrerin und Krankenschwester auch nur ein paar Monate im Jahr. Sie verdient nur so viel, wie sie wirklich zum Leben braucht und verzichtet gern auf Fernseher und Auto. Sie will ihre Finanzen überschauen können und Zeit haben. Irgendwann fühlte sie sich von den ständigen Wahlmöglichkeiten, die wir haben, überfordert. Sie fühlte sich gestresst und eingeengt von den Entscheidungen, die in der Überflussgesellschaft immer wieder getroffen werden müssen. Anne Donath ist inzwischen pensioniert, aber sie lebt weiterhin ihr Leben so, wie wir es gerade gesehen haben, sehr reduziert. Die Minimalisten sagen ja, reich ist nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht. Ich finde das eigentlich eine sehr schöne und es klingt für mich schlüssige Feststellung. Sehen Sie das auch so? Ja, ich sehe das auch so, selbstverständlich. Also weil man ja auch das Bedürfnis nach mehr ja nur als Ausdruck von Mangel eigentlich verstehen kann. Ja, das ist ja eigentlich der Witz an der Sache. Weil wenn jemand sagen kann an der Stelle, das genügt jetzt oder das finde ich gut, dann ist das ja ein ganz starker Ausdruck, keinen Mangel zu haben. Und wir leben ja aber in einer Kultur, die ständig sagt, du hast zu wenig, dir fehlt was, du bist noch nicht optimal, ja? Du musst noch mehr Sport machen oder der Schreibtisch, ihr Schreibtisch sieht echt aus wie Sau, ja? Und so weiter. Das heißt, es wird einem eigentlich dauernd gesagt, da ist ein Defizit. Jetzt behebt bitte das Defizit, wir haben da was für Sie. Mhm. Ja? Und wenn man das ständig gesagt bekommt und sich diesen Schuh nicht anzieht, dann braucht man ja irgendwie Mut, gegen die Gesellschaft anzulaufen oder eben sich querzustellen. Also das ist ja schon auch etwas, was vielleicht nicht jedem gegeben ist, ne? Ja, aber ich finde auch, das sollte man nicht so überdonnern. Wir leben ja in einer freien Gesellschaft, Gott sei Dank noch. Mhm.
Und das bedeutet ja eigentlich, dass man für die allermeisten Sachen, weiß Gott, nicht viel Mut braucht. Also Mut brauche ich, wenn ich mich gegen einen Diktator auflehne oder gegen eine Geheimpolizei oder in einem Unrechtsstaat lebe, dann brauche ich Mut. In unserem Land braucht man keinen Mut. Ja. Ja? Aber Sie haben doch ein Buch geschrieben, das heißt Anleitung zum Widerstand. Genau. Also ich meine, Widerstand klingt für mich so ein bisschen wie Mut. Ja, also aber dieser Untertitel Anleitung zum Widerstand, der bezieht sich ja zunächst auch mal ganz stark auf Widerstand gegen mich selbst. Ah, ja? Okay. Also nämlich ist ja vollkommen klar, das, was wir hier erzählen, läuft ja auch unseren Gewohnheiten total zuwider. Mhm. Ja? Natürlich ist es immer viel wahrscheinlicher, dass man sozusagen mit dem Trend surft, als irgendwie gegen den Trend. Und das bedeutet auch Widerstand gegen sich selbst. Eine befreundete Designerin, Julia Lohmann, die sagt immer, als Entscheidungskriterium will ich dieses Ding in mein Leben lassen. Ja? Bevor man eine Konsumentscheidung trifft. Will ich dieses Ding in mein Leben lassen? Super coole Frage, weil meistens sagt man dann, nö, eigentlich nicht. Eigentlich will ich das nicht. Und das sind so kleine Widerstandsakte gegen sich selbst erstmal. Ja. Ja? Und durch diese Widerstandsakte trainiert man ja auch ein anderes Verhalten. Und dann, Ihre Beispiele zeigen es ja auch, gibt es ja auch viele, die das auch schon machen. Das heißt, man ist ja auch nicht alleine. Sozusagen. Dann ist man, hat man das Gefühl, man ist wahnsinnig, wenn man der Einzige ist. Bestimmt ja auch manchmal. Aber hier sieht man, es gibt so Entlastungsbedürfnisse und Lösungen dafür. Die werden von vielen gemacht. Und dann kann man sich innerhalb solcher Gruppen natürlich auch gut fühlen. Ich muss gerade lachen, weil man kennt diese Geschichte, wo jemand was geschenkt bekommt. Und dann hängt irgendwo ein Bild und da steht irgendwas rum und dort. Und er leidet darunter. Und dann, glaube ich, gehört Mut dazu zu sagen, das schmeiße ich weg. Ja, ja. Oder ich lasse es nicht in mein Leben. Klar. Ja, aber ich habe ja an Herrn Küsten auch damals gerade eben schon gefragt, jeder hat ja auch so eine dunkle Seite. Welche dunkle Seite haben Sie denn? Ich glaube, da war mal sowas wie eine Autosammelleidenschaft. Ich glaube, das war noch keine Sammlung. Aber ich meine, ich komme aus einer Generation, wo es für Jungs nichts Tolleres gab als Motorräder oder Autos. Ja? Und das finde ich auch interessant. Das sitzt ja in einem drin. Ja? Selbst wenn ich jetzt rational sage, wir brauchen eine völlig andere Mobilität. Individualverkehr ist totaler Blödsinn oder sonst was. Werde ich ja meine Liebe zum Auto nicht los. Mhm. Ja? Und natürlich wäre das vor dem Hintergrund, was ich predige, meine schwarze Seite. Aber ich habe es immerhin geschafft, von 3 Autos auf 1 runterzukommen. Und das rechtfertige ich vor mir selber, weil ich nie damit fahre. Es ja. Steht eigentlich hauptsächlich rum. Auto ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Wir kommen mal zu einem neuen Trend, der im Moment sich auch immer weiter verbreitet. Und zwar der, dass man alles, was man nutzen möchte, dass man das nicht unbedingt gleichzeitig auch besitzen muss. Teilen statt besitzen, leihen statt kaufen, tauschen statt Geld ausgeben. Das ist das Credo einer Bewegung, die aus den USA kommend Deutschland erobert und nun hier als einer der wichtigsten Zukunftstrends gilt. Sharing Economy, auf Neudeutsch Co-Konsum. Wenn mein Nachbar ein Waffeleisen hat, brauche ich mir eigentlich keins anzuschaffen. Laut einer Studie verstaubt in deutschen Schränken ungenutzter Hausrat im Wert von über 35 Milliarden Euro. Allerdings gibt es kaum nutzlose Dinge, nur nützliche am falschen Ort. So die Philosophie von Co-Konsum. Wichtiger als der Besitz von Dingen ist der Zugang dazu. Und der ist oft nur einen Klick entfernt, zum Beispiel Carsharing. Neben professionellen Anbietern findet man auch Privatautos. Walter Braun ist Rentner, hängt an seinem Auto, pflegt es, kann aber auch mal gut darauf verzichten. Also ich brauche den Wagen nicht jeden Tag und habe mir gedacht, ich vermiete ihn vielleicht einmal, zweimal die Woche, um die Kosten zu decken. Das freut Christiane, die mal eben bei Walter das Auto mietet. Schon am nächsten Tag wird sie es wieder zurückbringen. Während Tauschhandel früher nur funktionierte, wenn man zufällig einen geeigneten Partner gefunden hatte, kann im Internet gezielt gesucht werden. Teil-, Tausch- und Verleihplattformen schießen gerade wie Pilze aus dem Boden. Mixer gegen Bobbycar, Raclette-Grill gegen Akkuschrauber. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Häuser, meine Autos, meine Boote. Aber wenn wir alle weniger kaufen, stattdessen tauschen, teilen und leihen,
schadet das dann nicht der Wirtschaft und kostet Arbeitsplätze? Ganz genau, das gebe ich mal weiter, diese Frage an Sie. Sie sind ja auch Professor für Transformationsdesign. Wie sieht es denn aus mit dem Sharen, also dem Teilen und unserem ständigen Streben nach wirtschaftlichem Wachstum? Eigentlich unvereinbar, oder? Ja, am Ende unvereinbar, würde ich auch sagen. Also wenn das tatsächlich so etwas wäre wie eine soziale Bewegung, dann würde sie darauf hinauslaufen, dass weniger erzeugt wird, weil es weniger Abnehmer dafür gibt. Das ist ja der Sinn der ganzen Geschichte. Das heißt, sowas wie Arbeitsplätze würden sich verlagern, also dann beispielsweise hin zu denjenigen, die es verleihen oder die die Dinge warten oder sonst was, lassen sich ja neue Arbeitsfelder denken. Aber in der Gesamtmenge der Arbeitszeit, die man bräuchte, bräuchte man weniger. So, und dann fängt man an nachzudenken, wie soll das denn gehen? Und dann würde man auch anfangen, darüber nachzudenken, brauchen wir denn überhaupt heute so viel Arbeit und so viel Arbeitszeit? Wir haben ja vor 30 Jahren schon mal eine Diskussion über Arbeitszeit gehabt, die übrigens in vielen Bereichen zu einer ziemlichen Reduzierung geführt hat, bis hin zu 30 Stunden oder weniger. Und dann ist es wieder nach oben gegangen. Das heißt, man kann ja auch darüber nachdenken, wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen Arbeitszeit, also wo ich etwas für jemand anders tue, dafür Geld kriege, und Eigenarbeit. Was ich zum Beispiel, wenn wir uns jetzt irgendwie austauschen würden, was brauchen Sie, was brauche ich? Vielleicht kann ich was, was Sie nicht können, was ich nicht glaube, weil ich kann gar nichts. Aber das sind ja Möglichkeiten, Leben und Arbeit auch anders zu gestalten, als wir es jetzt gewohnt sind. Ja, wenn wir den ökologischen Faktor nochmal mit reinnehmen, wir haben vor kurzem auch eine Sendung über die Energiewende, über den Klimawandel gemacht, und da sind wir auch zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich ökologisches Handeln mit Wachstum nicht richtig gut zu vereinbaren ist. Ne? Ist es auch nicht. Also das wäre ja auch nochmal die Frage, ne? Ja, ich glaube ja auch, dass bei vielen Leuten, die das mit dem Teilen oder dem weniger Dinge haben oder weniger Raum haben, ja nicht nur eine selbstbezogene Kiste ist, sondern dass die auch sagen, ich möchte etwas tun, damit die Welt nicht in der Geschwindigkeit weiter zerstört wird, wie sie gerade zerstört wird. Das ist ein ökologisches Motiv dahinter, was man auch ernst nehmen muss, weil ja da lebenspraktisch oder zum Teil auch eben in den Geschäften, die die Leute machen, gezeigt wird, dass es auch anders geht. Ja? Also wir kennen ja mittlerweile auch Unternehmen, die sagen, wir möchten dem Wachstumszwang uns nicht mehr weiter unterwerfen. Wir wissen übrigens auch natürlich, wenn man die Statistiken genau lesen würde, dass vieles an dem behaupteten Wachstum überhaupt nicht existiert. Man denke mal an den Anteil, den die Finanzindustrie am Wachstum hat, obwohl sie überhaupt keine Wertschöpfung betreibt, beispielsweise. Oder, das finde ich ja das Allerschönste, dass ja neuerdings in unser Bruttosozialprodukt Gewinne aus illegalen Drogengeschäften, Menschenhandel und so weiter eingerechnet werden. Da würde man ja sagen, hey, vielleicht stimmt es mit dem Wachstum gar nicht so richtig. Die Gesellschaft funktioniert aber trotzdem. Sie sind Direktor und Mitbegründer der Stiftung Futur 2. Worum geht es da? Was machen Sie da? Wir erzählen Geschichten. Und zwar Geschichten über Menschen oder Unternehmen oder Initiativen, die unter den gegebenen Umständen, wie wir sie heute haben, ganz anders produzieren, ganz anders wirtschaften, andere Lebensmodelle ausprobieren. Also beispielsweise Leute, die ein Mehrgenerationenhaus selber planen, bewohnen, dabei auf ökologische Gesichtspunkte achten und so weiter. Sozusagen die Beispiele dafür geben, wie groß eigentlich die Handlungsspielräume sind. Und wir haben gedacht, diese ganze Kommunikation über Klima und so weiter, das ist immer nur Negativkommunikation. Hinterher sitzt man immer da und denkt, um Gottes Willen, da ist nichts dran zu machen. Und wir haben gedacht, wir machen das genaue Gegenteil. Wir erzählen, was man machen kann. Mhm. Und das Tollste dabei ist, dass erstens das beispielhafte Geschichten sind. Vieles davon kann man nachmachen. Aber man sieht auch, dass die Leute gute Laune haben, die sowas machen. Mhm. Und das ist eigentlich cool. Und wenn Geld mal fehlt, fördern Sie da auch manche Projekte oder erzählen Sie nur davon? Also hauptsächlich erzählen wir tatsächlich nur. Also wir fördern eigentlich durch Kommunikation. Wir machen das ja auch in unterschiedlichen Medien, also auf unserer Homepage, aber auch in Büchern oder in Podcasts oder in Filmen und so weiter. Und es ist schon wirklich verblüffend, wie stark das angenommen wird und wie auch untereinander diese Leute, über die wir erzählen, sich selber zusammenbringen.
binden. Das ist sehr interessant. Also Sie schaffen oder zeigen, wer Vorbild oder Vorreiter sein könnte. Mehrgenerationenhäuser haben Sie gerade genannt. Gibt es noch andere Beispiele? Ja, es gibt jede Menge. Es gibt das, was es jetzt in jeder Stadt fast gibt, die Gemeinschaftsgärten. Das ist ja auch eine Bewegung, die ist mal vor ein paar Jahren entstanden, aber jetzt weltweit verbreitet. Dann gibt es jede Menge von Genossenschaften, also wo man sagt, wir kaufen gemeinsam ein, machen irgendwelche Kooperationen mit Ökobauern auf dem Land oder aber eben wirklich auf unternehmerischer Ebene, wo zum Beispiel dann Leute sagen, warum müssen Textilien eigentlich bitteschön aus Bangladesch oder Kambodscha kommen? Man kann die hier herstellen, man kann sie sogar ökologisch korrekt herstellen oder man kann sie sogar ökologisch korrekt hier im Land herstellen und dabei Mitarbeiter beschäftigen, die nirgendwo anders eingestellt werden, weil sie angeblich nicht in den Arbeitsmarkt passen. Mhm. Sina Trinkwalder, Mano Mama, hat so ein Ding gemacht und das funktioniert. Also vielleicht einen Satz noch dazu. Das Irre bei unseren Geschichten ist, es sind eigentlich alles Leute, die den Satz ignorieren, das geht nicht. Mhm. Ja, sondern die sagen, aber geht doch. Und siehe da, das geht. Mhm. Also genau dieser Satz, das geht nicht, beziehungsweise die eigenen Vorsätze dann über Bord werfen und es dann doch nicht so machen, wie man es eigentlich will, das ist etwas, das hat Werner Tiki Küstenmacher auch beschäftigt. Er hat herausgefunden, woran das liegt, dass wir oft an unseren guten Vorsätzen scheitern. Warum, so habe ich mich immer wieder gefragt, funktionieren manche der Tipps in diesem Buch bei mir so gut und andere gar nicht? Jetzt weiß ich, warum. Es liegt an unserem Gehirn. Hier oben haben wir das Großhirn, ein fantastisches Organ, fähig zu hochdifferenzierten Entscheidungen, mit sensationellen Fähigkeiten. Sein Nachteil: wegen der enormen Komplexität ist es in Notsituationen zu langsam. Unsere Vorfahren hätten in der Wildnis nicht überlebt, wenn sie nur ein Großhirn gehabt hätten. Wir verdanken unser Leben der Tatsache, dass wir im Inneren unseres Kopfes noch ein einfacheres, viel älteres Gehirn haben, das limbische System. Es ist entstanden, als wir alle noch kleine Säugetiere waren. Vor 65 Millionen Jahren muss es auf der Erde eine globale Katastrophe gegeben haben, bei der alle Säugetiere über 15 cm ausstarben. Überlebt haben nur Nagetierchen, so groß wie eine Maus oder ein Hamster. Sie hatten kaum Großhirn, nur ein limbisches System. Der Name für dieses Wuscheltier in unserem Kopf war mir sofort klar. Das ist Limbi. Limbi reagiert total emotional und sehr undifferenziert. Er kann gerade mal spüren, ob ihm etwas gefällt oder nicht. Das aber unheimlich schnell und unheimlich stark. Besonders deutlich spüren wir Limbi, wenn unser Großhirn einen Beschluss fasst. Steuererklärung ausfüllen, einen besonders unangenehmen Menschen anrufen und so weiter. Und Limbi sich dann dagegen sperrt. Dann machen wir das meistens so. Wir versuchen mit dem Willen, hier im Großhirn, die Impulse von Limbi zu unterdrücken. Die Neurowissenschaftler haben das genau erforscht mit einem klaren Ergebnis. Das funktioniert fast nie. Viel schlauer wäre es, mit Limbi zu kooperieren. Und das geht. Tja, Werner Tiki Küstenmacher ist wieder bei uns. Das ist sein Buch über Limbi. Verraten Sie uns das Geheimnis. Wie holen wir Limbi mit ins Boot? Indem wir ihn gut behandeln, indem wir über uns selber gut sprechen, indem wir nicht sagen, das ist mein innerer Schweinehund, den ich überwinden muss, das ist mein Schreibtisch, der ausschaut wie Sau, sondern man sagt, du, das ist, da hat sich der Limbi verwirklicht, dem Limbi gefällt es vielleicht. Das ist eine liebevolle Besonderheit von mir. Ja, aber ich würde immer aufpassen mit solchen Bezeichnungen. Ich würde sagen, du, schau mal, Limbi, du hast dich hier verwirklicht auf meinem Schreibtisch, gefällt dir das so, vielleicht will er das gar nicht, vielleicht ist ihm das selber zu viel. Und dann sagt man zu ihm, du, ich helfe dir jetzt mit meiner Großhirnrinde, mit meinem Verstand, dass wir das entrümpeln. Und dann geht es uns beiden besser. Also wir Menschen sind ein Dreamteam aus diesem emotionalen
Wuscheltier, dem limbischen System und unserem rationalen Verstand. Wenn ich das mal so auf die Kaufanreize übertrage, sage ich, ja, Limbi, ich kann verstehen, dass du das jetzt haben möchtest, gerne das neue Auto. Aber schau mal, du musst es dann auch unterhalten, es kostet viel. So in der Art? Zum Beispiel, ja. Oder man kann dann so Tricks machen. Also wenn man so ein Impulskäufer ist, dass man sich sagt, ich habe als Grundsatz, wenn ich etwas kaufe, gehe ich vorher noch mal aus dem Raum. Ja? Also ich gehe vom Computerbildschirm weg, bevor ich da auf den Kaufbutton klicke, oder ich gehe aus dem Geschäft noch mal raus und dann draußen an der frischen Luft überlege ich mir, brauche ich diese Schuhe wirklich, ja, oder diesen Computersoftware-Zusatz, was weiß ich. Das habe ich schon erlebt, ja, rausgehen, weil ich mir sage, ich nehme es auf dem Rückweg nachher mit, und auf dem Rückweg sagt mir mein Hirn, das ist doch Quatsch, ich brauch's, du hast doch nicht. Schon sowas. Ja. Oder der Laden war zu. Ja. Okay, dann, das ist höhere Gewalt. Also angenommen, man möchte sich jetzt von den Dingen, die man dann doch angeschafft hat, dem zu viel wieder lösen und trennen. Dann fällt es einem ja manchmal sehr schwer, die Dinge auf den Müll zu werfen. Ist vielleicht ja auch nicht gut. Welche Möglichkeiten gibt es denn außer Verschenken, Tauschen, Verkaufen noch? Gibt es da noch überhaupt irgendwas? Naja, es gibt jede Menge, aber die sind oft sehr, sehr umständlich. Also Flohmarkt und solche Geschichten. Aber da würde ich sagen, gar nicht so schrecklich viel darüber nachdenken, was da später passiert, sondern da jetzt mal wirklich egoistisch sein. Die Sachen nerven mich und die Sachen bringe ich auf den Wertstoffhof oder was es da immer gibt. Und dann vertraue ich darauf, dass in unserer Recyclinggesellschaft da was Gutes draus gemacht wird. Das Wichtige ist, dass es weg ist. Haben Sie eine Idee noch, eine andere? Außer Recyclinghof oder Flohmarkt? Ja, es kommt darauf an, worum es geht. Mhm. Also wenn man zum Beispiel, das fiel ja vorhin auch schon mal, man hat zu viele Bücher. Mhm. Ja, Bücher gibt es jetzt auch fast überall, so Regale im Stadtraum oder sonst was, wo man Bookcrossing machen kann. Das heißt, man stellt die Bücher rein, die man nicht haben will. Andere stellen ihre Bücher rein, andere nehmen Bücher raus. Das ist sehr einfach, ja, und funktioniert unheimlich gut. Das wird ja sehr viel benutzt. Und insofern gibt es, glaube ich, auch, es gibt ja jetzt auch Schenkläden, ja, wo man Dinge reinstellen kann, die man nicht mehr haben möchte, die aber nicht Schrott sind, und jemand anders kann da hingehen, sich das holen. Auch da werden im Moment ja sehr viele neue Ideen, neue alte Ideen, muss man sagen, entwickelt. Und das ist eigentlich ganz gut. Mhm. Ansonsten würde ich auch sagen, man muss sich damit nicht dann auch erneut wieder belasten. Ja, ja. Also in Mietshäusern habe ich auch schon gesehen, dass einer im Flur eine Kiste hat, Bücher zu verschenken. Bitte mitnehmen. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber die Voraussetzung für all das ist, dass man es schafft, sich von den Dingen zu trennen, zu entrümpeln. Und was macht man, wenn man das alleine nicht hinkriegt? Es geht um das hier und um das und auch um die Unordnung hier. Die Wohnung von Britta Gerle ist zwar keine Chaosbude, aber trotzdem immer wieder räumt sie auf und immer wieder sammelt sich überflüssiges Zeug in Schubladen, in Schränken, in Regalen. Mir fehlt die Struktur, würde ich so jetzt ganz kurz und knapp sagen. Einfach eine Struktur, eine Überschaubarkeit, eine Linie da drin. Die Linie, die hat sie, Denise Kulkun aus Nottuln. Sie nennt sich selbst Fräulein Ordnung und hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Aufräumen, organisieren, strukturieren. Trotz zwei Kindern sieht's bei der Frau mit schottischen Wurzeln zu Hause aus wie geleckt. Ihr Geheimnis? Nur aufheben, was man braucht. Muss man ja nur bei Anziehsachen im Kleiderschrank gucken. Also da gibt es so eine 80-20-Regelung. 80% der Sache benötigt man de facto nicht mehr. Man zieht wirklich nur 20% der Sachen an, die man im Schrank hängen hat. Man hat Hosen da hängen, ja, da passe ich ja irgendwann wieder rein. Oder die hat ja mal viel Geld gekostet. Das ist alles Blödsinn. Eiserne Selbstdisziplin in der eigenen Wohnung, die will Denise Kulkun auch ihren Kunden beibringen. 40 Euro kostet Fräulein Ordnungsangriff auf das Chaos pro Stunde. Hallo. Hallo. Wann spaziert? Bei Britta Gerle macht Fräulein Ordnung erstmal Bestandsaufnahme. Hier im Wohnzimmer sieht's ganz gesittet aus. Erste Diagnose, hier wohnt zumindest kein Messi. Das Problem versteckt sich eher da, wo kein Besucher hinkommt. Da nämlich mangelt es an Selbstdisziplin. Gut, das Prachtexemplar. Ah, oh ja. Klein, aber oho, ne? Schön. So sieht es bei den meisten aus, falls sich das irgendwie beruhigt. Aber Psychologie allein schafft noch keine Ordnung, darum ran an die Problemzonen. Erstmal der Schreibtisch, da kommt alles auf den Boden, hier kann man besser sortieren.
Und was man dann nicht so alles findet, Bedienungsanleitungen von Geräten, die es schon längst nicht mehr gibt, alte Prospekte, uralte Steuerunterlagen, ein Kalender von 2007, sorgsam gelagert und vergessen. Man sieht es, aber man kriegt wahrscheinlich so nicht innerlich den Ruck und denkt, so, jetzt aber ab in eine Tonne damit, ne? Das ist, ich weiß es nicht. Die meisten Leute haben da einfach keine Lust drauf. Es nervt, es ist nervenaufreibend. Und es ist immer einfacher, mit einer neutralen Person sowas durchzugehen. Und weil das gut funktioniert, gleich der nächste Raum. Alles anschauen, entscheiden, ob man es wirklich braucht, im Zweifelsfall weg damit. Eine Stunde rumwuseln, das schlaucht auch Fräulein Ordnung. Ich bin trotzdem sehr zufrieden, weil das Endprodukt gut geworden ist, finde ich. Ich habe heute gelernt, dass ich mehr strukturieren muss, also mehr Überblick verschaffen, dass ich wirklich mich einmal mal in der Woche hinsetzen sollte und ja, so eine Art Ordnungstag mal anschaffen. 120 Euro hat Britta Gerle der Einsatz von Fräulein Ordnung gekostet, aber es muss wohl ein bisschen wehtun im Portemonnaie, damit die neue Ordnung lange hält. Also mir würde so jemand sehr helfen, ich finde das gut. Aber wenn die dann sagen würde, hier diesen Karton mit meinen ungefähr 1000 Fotos, den müssen wir auch entsorgen, dann hätte ich Schwierigkeiten. Gibt es bei Ihnen denn auch etwas, wovon Sie sich nie trennen würden? Nee, wenn wir über Sachen sprechen, gäbe es eigentlich nichts. Und bei Ihnen, Herr Christmann? Bei mir genauso. Also in einer Katastrophe würde ich meine Frau, meine Kinder retten, den Hund, die Katze. Alles andere ist ersetzbar. Gut. Dir wird sowas helfen. Ich würde ja wahnsinnig werden, wenn da jemand neben mir ist, der mir sagt, das weg. Nee, ich muss das mit mir selber ausmachen. Ich muss auch die Zeit dazu haben. Ja, aber dann ist das so langwierig mit mir selber, diese ganzen Entscheidungen hin und her abwägen. Würde nicht funktionieren? Nee. Na gut, dann fragen wir Sie doch noch mal zu Hause. Ich erinnere Sie an unseren Facebook-Aufruf. Wie ist es denn bei Ihnen? Also sind Sie Sammler? Müllen Sie sich zu oder fällt es Ihnen total leicht, was wegzuwerfen? Posten Sie auf unserer Facebook-Seite. Sie kommen dorthin, indem Sie auf planet-wissen.de klicken. Das ist unser großes Portal. Da finden Sie auch alle Infos noch zu dieser Sendung. Zum Beispiel auch noch mal die genauen Buchtipps hier von Werner Tiki Küstenmacher, Limbi und von Harald Welzer, Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand. Das alles auf planet-wissen.de und so. Jetzt verschreiben wir uns den Minimalismus und hören auf. Genau. Und ich darf noch kurz sagen, dass ich auch Minimalistin bin, auch wenn es schwerfällt. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier bei uns waren für Ihren Besuch, für die vielen wertvollen Tipps. Und Ihnen zu Hause, ja, hoffe ich, dass es viel Spaß beim Aufräumen. Ausmisten, ja, ist schön. Tschüss, Wiedersehen. Tschüss.